Vorstellung des 9 Kilowatt Gerätes Jesse. Es handelt sich hierbei um einen Pelletofen, allerdings nicht wie viele andere mit Strom, sondern dieser Ofen wird mit natürlichem Zug betrieben und hat keinen Stromanschluss. Das heißt, das Gerät ist völlig lautlos. Das Gerät hat eine selbstschließende Tür. Das funktioniert über einen Federmechanismus. Hier sehen Sie die große Aschenlade. Rauchrohranschluss 120 mm und die Mehrfachbelegung ist am Typenschild gekennzeichnet. Hier die Überdruckklappen. Grundsätzlich muss das Gerät alle 4 bis 7 Tage gereinigt werden. Kommt natürlich stark auf die Pellets bzw. dessen Qualität darauf an. Der Türgriff ist abnehmbar. An der Rückseite befindet sich ein Reinigungswerkzeug. Damit kann der Wärmetauscher gereinigt werden. Beim Pellettank hinten befindet sich auch die ganze Regelung des Ofens. Also dieser Hebel ist, um die Pelletrutsche zu aktivieren, sprich das Gerät ein- und abzuschalten. Rechts haben Sie einen Rüttler für die Brennschale, damit kann sie diese regelmäßig gereinigt werden, auch im Betrieb. Und die Luftverstellung, also Maximum, Minimum. Und dazwischen können Sie auch diese Klappe regeln, um die Leistung des Ofens wie gewünscht einzustellen. Der Tank wird geöffnet, indem man die Klappe zu sich nach links zieht und dann nach oben aufklappt. Der Tank muss immer geschlossen bleiben, auch während des Betriebs natürlich. Wenn man während des Betriebes nachfüllen möchte, so muss man den Regler der Pelletrutsche auf ausstellen. Das Feuer geht dann nicht aus, es brennt weiter. Man kann nachfüllen und muss dann den Tank wieder schließen. Während des Betriebes lässt sich der Tank nicht öffnen, also wenn der Wählhebel für die Pellets auf On ist. Hier aktiviert Pellet rutschen in die Brennschale. Die Zufuhr wurde aktiviert, wie man gehört hat. Jetzt kann man den Ofen händisch zünden. Der Ofen hat keine elektrische Zündung wie andere Pelletöfen, da er stromlos ist. Je nachdem, welche Zündhilfe man eingesetzt hat, also welchen Zündwürfel, lässt sich das Gerät aber dennoch sehr, sehr schnell starten. 3 Minuten, 4 Minuten, dann geht das Gerät sofort auf Ihre eingestellte Leistung. Die Vorteile solcher Pelletöfen stromlos sind klar. Sie sind lautlos und viel ruhiger vom Flammenbild wie ein Ofen mit Strom. Ähnlich wie ein Holzofen, sehr, sehr gemütlich und dennoch bieten sie eine gewisse Autonomie. Das heißt, der Ofen befeuert sich selbst mit Pellets und Sie müssen nicht ständig daneben stehen und nachlegen. Zum Ausschalten des Geräts sozusagen reicht, Sie geben den Hebel nach vorne. Hier sehen Sie nochmal den befüllten Pellettank. Dann brennen die restlichen Pellets noch ab und Sie haben keine weiteren Dinge mehr zu beachten. So einfach ist das Gerät zu bedienen.